Servus Pyrrhus, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal einen außergewöhnlichen Artikel für euch, und zwar den Perokagon von Cl4. Eine Nettoexplosivmasse von 0,5 Gramm, also absolut nicht viel. Ja, es ist ein Hund. Ihr seht ja selbst, wie der ausschaut und was er darstellt. Ich möchte das jetzt mal nicht genauer erläutern. Hier hinten soll dann wohl was rauskommen. Anzündschnur befindet sich hier. Ja, mehr kann ich und will ich dazu zum jetzigen Stand auch noch nicht sagen. Lass uns einfach mal wirklich überraschen und legen direkt los. Ich wünsche euch recht herzlich viel Spaß. Jetzt gibt's den Perokagon von Cl4. Wuff, wuff. Wuff, wuff, ja genau. Ich bin gespannt, was da jetzt rauskommt. Haben wir jetzt fast schon ganz im Bauernhof zusammen hier. Hühner, Hunde. Heute mal tierfreundlich. Mhm. So, das glaube ich gut. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Oi, oi, oi. Ja, da geht's los. Das hört ja gar nicht mehr auf. Mensch, wer macht denn das weg? Ich hoffe, du hast Hundebeutel da. Oh, du sagst was. Du hättest mir sagen können, Mensch. Wenn du dann mit deinem Pfiff wieder Gassi gehst. Ja, Mensch, Wahnsinn. Wahnsinn, ja, rote Bengalo-Flamme am was Anfang. Ist das? Das ist ja echt so wie Asche. Das ist echt riecht Asche. Gut, riecht gut. Also, der Kot vom Hund riecht gut. Kann man jetzt falsch verstehen, aber... Also echt so ganz feine Asche. Ja, was soll man dazu sagen? Echt interessant. Ja, netter Effekt, definitiv. Gibt ja jetzt auch neu von Leslie. Stimmt, ja. Dieses Jahr. Bloß so als Babyform. Genau. Und ja, trotzdem auf jeden Fall schön anzusehen. Sehr interessant, ja.